Jetzt kannst du die Sachen anmachen. Guten Tag, Leute. Ja, ich bin beim Eisessen. Heute ist der. Okay, weißt du. Donnerstag, der 27. Okay. August halt. Und ich dachte mir, bevor kommt erstmal die Zeit, wegen saisonmäßig, dachte ich mir, kaufe mir gleich halbes Liter aus. Derzeit bin ich bei Pfefferminz, Banane und Melone. Ja. Und wo hast du das Eis gekauft? Ja, vor der Lugner, also hinterm Teil bei Lugner, gibt es ein Eisstand, dort wo dieser Aufzug ist, der nicht mehr geht, glaube ich, oder sowas. Bei der Busstation, der halt hinter der Lugner hängt, seitlich von. Was für Eissorten hast du gekauft und wie viele sind es? Mitgezählt habe ich nicht. Aber es hieß 8, 9 Eissorten gibt daran. Dachte ich, okay, es sollte mal einige Eissorten mir gefallen, also die ich halt mag. Die es halt dort gibt. Und habe dann auch gefragt, wie viele noch gehen, weil ich auch nicht mitgezählt habe. Und was sind das für Sorten? Also Pfefferminz, Banane, Mango und Bubbly. Das ist Kaugummi. Ja, es stand dort Bubbly. Ich weiß, dass Kaugummi ist. Da stand nicht Bubblegum, da stand Bubbly, nur ich weiß, dass Kaugummi ist. Nur ist das weit unten. Und war das erste, was ausgelegt hat. Und das letzte, was ausgelegt hat, war Pfefferminz, weil das letzte war, was auch noch nehmen dürfte. Von Sorten, also von Eislingen. Weil ich schon das voll hatte, dann habe ich mir voll gemacht. Was sieht man? Nutella habe ich genommen. Kirsche. Irgendwas. Variation. Ja? Variation war das. Ja, eine Variation, weil ich nur der Begriff der Blockstand kann gerade nicht aussprechen. Da haben wir es noch. Ich reich nach hier was noch, du warst ja dabei. Ich? Ja. Ich hab mir nicht gemerkt, was du genommen hast. Ja, ja. Ah, und dich sollst du mir dann merken, hä? Ja, es ist sicher. Na, ich eher will. Ich weiß nicht, ob noch welche genommen habe. Hm. Nee, Banane habe ich ja eh schon gesagt. Scheiße. Eiskopfflug. Oh. Irgendwo scheiße ich nicht, man ist auch kein Eissort. Tropft das Eis hinab. Hm? Es trieft. Oh. Kannst du ein neues T-Shirt anziehen? Nee. Na sicher. Darf ich sagen, wer da gerade für den Bund spricht? Ich weiß nicht. Du willst. Macht ihr jetzt mal nicht auf YouTube Bundspricht? Nein. Kannst du sagen? Kannst du sagen? Und da willst du dich lieber gleich selber forschen? Nein. Ich meine nicht mit sagen, wie du willst, ob das du selber sagst. Nein, sag selber. Hm? Sag du. Ja, wer da gerade filmt, ist meine Freundin und die Zersmann. War das so schwer vorzustellen? Nur zwei Sätze. Nur halt bei dir wird der Wortlaut anders, besser gesagt, vom Forschen her. Da würde ich ja nicht sagen, dass Moni und das ist mein Freund, da würde ich sagen, ich bin Moni und ich bin doch mein. Die Freundin von Emi. Ja. Ich frage mich, ob das Video sich überhaupt anschaut. Ich glaube, das meine ich Party Emi beim Eis essen. Man sollte den Sommer noch gewiss bevorzugt ist. Denn im Winter sehen sich viele Leute gedacht, ja, wir wollen es heiß haben. Und dann, wenn es heiß wird, ist es ja, wir wollen es kalt haben. Und dann, wenn es mal kühl ist, was eh vor ein paar Tagen mal geregnet hat, wollen die Leute wieder es heiß ist. Und wenn es wieder heiß ist, wollen die Leute, dass es wieder kühl ist. Und dann, wenn sich hin und her, halt manche, nicht alle.
Schauen wir mal in die Eisbox hinein. Ich hab halt nichts gegen die Ui, schaut aber zerfetzt aus. Mit Gemetzel da drinnen, ha? Ja. Und dass man einen halben Liter zu ihm verläutert. Das muss alles alleine essen. Na, willst du das auch? Nein. Ich hab dich eh verpasst. Ich hab schon Eis gehabt. Ja, nur zwei Sorten, Zitronen und Stracciatella. An deine Eisart kann mich erinnern, hä? Schauen wir jetzt, hm? Jedenfalls, nein, ich gebe dir auch ganz mein Bild, mir stört es ja nicht. Nein. Jedenfalls, das größte, also besser gesagt, der meiste Inhalt ist mit 1,5 Liter. Ich dachte, wir kaufen mir 1,5 Liter. 1,5 kannst du eh nicht essen, das ist ja viel zu viel. Essen könnte ich, nur ist die Frage, wie lange das dann wiederum braucht. Nee, halt 0,5 Liter passt als 1,5 Liter passt. Reicht eh aus, könnte ich halt so. Und dann wird das mit dir noch immer gebraucht. Auch deswegen habe ich ja nicht gekauft, weil ich irgendwie die Lust hatte drauf. So Eisbox-mäßig. Kuckuck. Lecker. Kaffee ist auch dabei. Beim Nutella wahrscheinlich. Möglich, aber es schmeckt nach Cappuccino, sowas nach Kaffee. Hast du Kaffee auch genommen? Nee, aber vielleicht ist so Restbeschmack. Und ich weiß, keine Ahnung. Ja, und dann vielleicht eben. Keine Ahnung, nein, das ist super. Mir stört es nicht. Kaffee mag ich auch gerne. Aber nichts Cappuccino einfach. Ich meine, von alles, also von so Kaffee, Cappuccino halt. Und dann machst du auch mit verschiedenen Sachen. Ich muss mal runterlecken. Sonst bekommt das vermutlich noch 18 plus Bewertung. Sonst ist es zu scharf und zu heiß für YouTube. Ui, jetzt wird ihm schwindelig. Wow. Schau, wie viel er schon gegessen hat. Schaut, das ist der Wahnsinn. Jetzt tropft es nicht wieder voll. Ach, geht schon. 10 von Leuten fangen halt schon halbwegs begonnen zum Eisessen, aber nicht so viel. Also, auf. Das schmeckt geil. Eine lange. Wie lange machst du deine Videos? Kommt drauf an, ist unterschiedlich. Okay. Findest du, oder? Ja. Okay. Alles mitgeschnitten. Ja, mitgefilmt. Ja, mitgefilmt. Ja, genau. Irgendwas mal macht es. Vielleicht schaffst du es ja, das erst aufzuessen inzwischen. Darauf will ich hinaus. Das ist denn Bubbly? Nee, Kaugummi. Nein, ich weiß Bubbly. Ja, ich weiß, dass Bubbly heißt. Du hast mir vorhin dort, wo ich bestellt habe, ich sag Bubbly. So. Das heißt, das wie? Ist Kaugummi. Ja, das ist Kaugummi. So, ja, ich weiß, da steht Bubbly. Ich weiß, dass Kaugummi ist sogar. Abgebildet, dass ich weiß, dass für Paprikam und die irgendwo steht. Und für Paprik oder Paprikam und so. Sind aber laute draußen. Ich bin nach M48 an die ganze Straße. Ja. Mit diesem Wasserblister. Sozusagen reinigen, obwohl es eigentlich nur seitlich gedingstert wird, am meisten Anfang sieht das Drehdingster haben. Und liegst du bequem? Es geht.
Es geht. Standardantwort. Nee, das geht nicht. Es geht es sowohl als auch. Es kommt mir selber. Ja, ich meine, die Antwort, das geht, gibt es eh auch. Aber ich meine, ich habe halt mir Gedanken gemacht, weil halt das geht, ist einfach sowohl als auch. Also sowohl schlecht als sowohl auch gut. Deswegen sage ich, geht so. Aber es gibt auch meistens Momente, wo es mir gut oder sehr gut geht. Und mit der Moni gab es schon einige solche Momente, wo es mir gut oder sehr gut oder beides gut. Ja, bezüglich der Frage wegen die Videolänge, ist unterschiedlich auch die Videos. Wenn ich manche Videos mache, das ist mal spontan bei manchen, so wie das. Okay. Manche sind leicht geplant, aber es kommt drauf an. Also, ich habe, wenn das stimmt, was auf YouTube steht, aber es sollte eh so stimmen, ja, 174 Videos. So viele. Ja, und 76 hat mehr. Passt eh. Ja, Jeder fängt aber klein an. bei mir ist das seit 2008. Nur nicht, dass ich seit früher so viele Abonnenten hätte, das wäre geil. Nein, erst mit der Zeit was mehr. Aber auch weil ich versuche, weil mein Channel ist eigentlich gemischter Channel, also mit gemischten Videos besser gesagt, also nicht nur ein Thema oder sowas, sondern gemischt einfach. Alles kunterbunt. Quer durch Nicht die direkt Bahn. alles, aber Fast alles. einiges, also manche Videogame-Sachen, aber keine Let's Plays. In dem Sinne, als nicht mit Let's Play betitelt, zwar nur bei manchen Videogames, wo ich leicht was zeige und so. Aber habe ich schon auch früher gemacht, da war Let's Play noch nicht so bekannt und noch nicht wie heutzutage auf YouTube. Einfach nur Videos so. Dann paar Tiervideos. Dann versucht ein paar lustige Sachen zu machen. Dann Creepypastas. Aber ja, größtenteils meiner Creepypastas habe ich mir selber einfangen lassen, sind nicht so gut. Außerdem bei meinem Creepypasta, die ist eigentlich fast einmal, ist eigentlich meine derzeit beste Creepypasta, finde ich. Im Vergleich zu den anderen, die ich habe. Die anderen waren auch eher mal spontan und in ein paar Minuten ausgedacht. Temperament euch halb jetzt länger, wie ich dann drüber gemacht. Was noch? Ja, Emo-Fab-Videos. Knapp. Knapp ist das alles. Knapp, dann nehme ich es auch vorbei. So, schauen wir mal wieder in die Box. Wie weit sind wir? Oh, alles gemischt. Bunt gemischt. Was noch für Videos? Silvester-Videos. Habe ich auch Geburtstagsparty-Videos. Nicht so ganz gleich. Game City-Video. Da habe ich noch ein Game City-Video. Weiß nicht. Jedenfalls eins von letztes Jahr. Andere Game City-Videos auch gemacht habe. Also besser Zeitpunkt schlecht weiß nicht. Was noch? Ein Video zum Browser Game, aber nicht das Browser Game selbst so jetzt im Internet gefilmt, sondern in Real gemacht. Achso? Ja, nur das kennt kaum jemand. Klar, vielleicht manche schon in Wien, das weiß ich ja nicht. Und falls manche kennt das durch mich, weil ich kenne das schon seit einigen Jahren. Früher war es noch Du halbwegs passt dein alt. ganzes Shirt an. Ach, das geht schon. Es ist aber dann noch frisches an. Ja. Okay.
Das ist schon der dritte Fleck. Viel mehr jedenfalls, früher gab es noch dort halt Forum und so chatmäßig dabei. Mittlerweile gibt es das leider nicht mehr, was schade ist. Und da ist auch kaum jemand mehr, glaube ich, der sich drum kümmern tut. Ich weiß nicht, ich habe einige Zeit, dass mich mehr gespielt gezeigt. Jedenfalls scheiße.de heißt das. Und da habe ich ein scheiße.de ein Real-Video gemacht. Okay, Moni weiß, glaube ich, nicht, was das ist. Und manche, die das Video gerade gucken, wissen, glaube ich, auch nicht, was das ist. Vielleicht, ja, möglich, weiß nicht. Da geht es einfach darum, dass du am Anfang ein Blumsklo auf Nalm oder irgendwo hast halt, in der Natur halt, und versuchst dich bis, warte, was ist das höchste? Bis Bahnhofsklo oder bis Nobelklo-Dings da hochzuarbeiten halt. Ja. Aber schon interessant. Jedenfalls kümmerst du dich ums Klo, putzt es und so, ja. Aber mittlerweile ist es leider anders, weil wo ich noch gespielt gezockt habe, also ja, gezockt fast, war das schon, finde ich, was gemacht habe. Mit der Zeit gab es leider viel und so, und es sind auch kaum jemand mehr dort, glaube ich, der die behebt und so. Da gab es mal sogar, wo jemand dann mal auf eins mein Klo war und statt das Geld bekommen hat, war Minusgeld und das war im sehr hohen Bereich. Und das Geld kann man kaum so annehmen, dass das man auf Plus ist, weil mit dem Minusgeld kannst du nichts machen. Sind höchstens nur Schulden dort, was aber durch irgendwie Fehler ist. Geht eine Person mit sowas zu einer anderen Person, die noch keine Schulden in dem Sinne, weil Minus nur steht, nicht wirklich so schuldbar halt, hat die Person, glaube ich, das auch. Und das ist ein Fehler, der schlimm ist. Weil du kannst im Geschäft dann keine Sachen kaufen mit Euros halt. Der Währung dort. Also irgendwas, was die Währung ist. Ich glaube Pfund, weil Symbol, Währung, Symbol ist Pfund, glaube ich. Dann habe ich Video von dem Mallroom also gemacht, also nur die Tür halt, weil die Tür war abgesperrt, ja. Und dann noch Videos von Graffitis, also wo ich auf der Wiener Wand gesprayt habe. Und dann wegen Wiener Wandskandal. Vielleicht nicht wirklich ein Skandal, das ist keine Ahnung, aber ja. Was noch? Ja, Videogame-Sachen. Fällt mir jetzt nicht mal was an. Was ist los? Das was man erhärtet, das alles, das bleibt ja nicht gerade nicht so. Lieber so, alles besser. Wie lange ist das Video schon? Also 18 Minuten. Hast du da blaue Zunge? Sieht man fast nicht. Ja und? Blaue Zunge? Sieht man nicht. Jetzt hast du dich wieder angepatzt. Ja, das geht schon. Ja, gemischte Videos war ich. Bunt gemischt. Philosophie-Videos vielleicht auch. Echt? Und Video bezüglich für eine bessere Zukunft, was aber nicht viele Aufrufe hat und was hat letztes Jahr hochgeladen ist. Aha. Keine Ahnung, was die Leute haben, aber ja. Jedenfalls da wegen für bessere Zukunft habe ich schon seit letztes Jahr hochgeladen. Nein, da geht es mir nicht direkt darum, bekannt zu werden und so. Einfach halt wegen Chance, dass wir eine bessere Zukunft und so.
Also nicht nur für mich, sondern überhaupt für die Leute auf der Welt eigentlich. Ja. Und falls bekannter durch WordPress auch, weil dann würden sich die Leute mehr, wäre ich ja bekannter und dann müssten die Leute auch davon und wird sich auch mehr Videos anschauen, wo ich von solchen wichtigen Themen rede und das wird auch mehr hinkommen. Weißt du, was meinst? Die Leute hören den Nicken nicht. Die Leute machen schon. Nein, ihr könnt ja. Schöne Unterhose. Fast geschafft. Das ist jetzt Nutella. Das davor wäre möglich, dass wirklich Kaffee war. Weil das ist Nutella. Nutella schmeckt gut. 21 Minuten. Was machst du für Geräusche? Geräusche. Magst du auch eigentlich wirklich nichts? Nein, ich habe schon Eis gehabt. Keine Ahnung, was aus der Top wieder werden. Okay, wir schalten da wirklich T-Shirt anziehen, Mäuse. Ja. Ich hab hier die Kampfbotter, ja. Soll ich das auch mitschneiden dann? Was? Ein neues T-Shirt anziehst. Nein. Mein Körper wird gleich bekommen. Nein, so nennt es eh nicht, aber ich meine, da kam jemand, die scharf drauf zu sind, da ein Oberkörper. Einmal ist noch schaut eh vermutlich kaum ein Video sein. Aber trotzdem selbst. War gesagt, wie bald wird das Video noch anguckt jetzt. Nikolai. Ja, Nikolai schon, den kenne ich auch persönlich, aber seine Videos kenne ich ja auch und so. Nur halt, ich rede da während überhaupt Leute, die jetzt vielleicht nicht Ja, so mach kennen, das Bett auch dreckig, ist recht. das gerade die Ecke waschen. Das macht nichts. Was ist los? Morgen. Was los? Was soll los sein? Was? Ich filme einfach nur. Ich bin heute Kamera. Doch. Ist die Kamera auf? Sag ja, ich bin die Kamera. Nee, die Kamera auf. Nein, bist du eh nicht überklebt. Na. Nee, draußen ran, da mir. Herr, was soll's auf? Die hören nicht auf mich. Ach. Ich glaube, ich sollte ausgehen und gehen und dann zum Schädel gehen. Ja, ein Hut auf den Schädel vielleicht. Vielleicht geht es dem besser, dann ist den kühl beim Kopf und dann steigt ihm die Hitze nicht zu Kopf. Was hat sie gedacht? Ne? Ja. Was ihr da von mir denkt? Böse Leute. Nein, nicht böse davon. Wisst ihr, was noch geiler wäre?
Straßen machen und auf einmal drin der Wiese liegen und der Baum mit Schatten und der Mond, das war schön. Ah ja, jedenfalls währenddessen würde ich mich noch öfter anpassen, weil das heißt noch schneller schmilzt, glaubst du. Oder? Nein, nicht Wahrscheinlich. wirklich. Wenn im Schatten würde ich genauso Temperatur draus, weil die Temperatur hier drin ist. Ist nicht wirklich mehr falsch, es geht dann. Kann man. Es passt halt das einfach an. Ich frage mich, was mit Marco passiert ist. Ah, das ist eh jetzt weiter. Wie viele Minuten schon? 26 fast. Aha. Fast geschafft. Würde es darum gehen, dass mit der Antwort hätte ich das schon einmal, hat den Halt schon einmal geschafft. Schaut mich an zu tanzen. Ist nichts Neues. Ja, scheiße. So, passt schon. Gratuliere. Ciao, Leute.